Hallo und herzlich willkommen im Wald. Entschuldigt bitte die Hintergrundgeräusche. Ich habe hier ein Plätzchen mit Aussicht. Die zeige ich euch auch gleich mal noch schnell. Aber das Plätzchen mit der Aussicht hat halt immer den Nachteil, dass man dann auch ein Plätzchen mit guter Akustik, die aus dem Tal hochsteigt, hat. Und was ist unten im Tal? Naja, meistens ein Fluss und leider noch viel häufiger eine Straße. So auch hier in meinem Tal der Fall. Und entsprechend gibt es eine gewisse Autogeräuschkulisse, aber die Aussicht ist eigentlich gar nicht schlecht, abgesehen von der ganzen Industrie im Tal. Ich muss mal wieder nach Skandinavien, da kann man in ein Tal gucken, ohne dass da Industrie ist. Naja, worum soll es jetzt gehen? Es gibt da ein geheimnisvolles Nahrungsmittel, das ich euch mal präsentieren möchte. Nämlich so sieht es von der einen Seite aus und so sieht es von der anderen Seite aus. Soweit so faszinierend. Worum könnte es sich handeln? Es ist offensichtlich ein Nahrungsmittel in einer Dose. Dazu eine kleine Anekdote. Ich war 2005, als ich das zum ersten Mal gegessen habe, dieses Nahrungsmittel, ich habe es mehrfach gegessen inzwischen, war ich 2005 auf Trekkingtour in Schottland, ich glaube irgendwo, ja, auf der Isle of Skye, bilde ich mir ein. Also, dass ich da war, weiß ich noch, aber dass ich da dieses Gericht zum ersten Mal gegessen habe, meine ich auch, dass das der Fall gewesen wäre. Und zwar, es hatte geregnet, der eine Tag, auf dem auf der Isle of Skye schlechtes Wetter war, das ist der Ort mit dem besten Wetter in ganz Schottland. Und wir waren eine relativ große Gruppe und an dem Tag sind wir auch ziemlich viel gelaufen. Und abends waren wir ziemlich K.O. und haben uns dann halt eben entsprechend häuslich eingerichtet, Zelte aufgebaut und so weiter und so fort. Und dann ging es ans Essen machen. Und bevor das eigentliche Essen fertig war, habe ich dann halt dieses geheimnisvolle Objekt hier rausgeholt und zubereitet und habe dann auch allen angeboten, sie mögen das mal probieren. Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass ich den unendlichen Neid der ganzen Gruppe besitzen werde, weil ich so ein unglaublich tolles Lebensmittel für Outdoor-Verhältnisse tatsächlich dabei habe und mindestens die Geschlechtsgenossen total begeistert sein werden, wie man denn sowas nur mit sich tragen kann und jetzt ihnen ein Stück davon anbieten und dass sie vor Freude in den Atlantik springen. Quasi. Nein. War nicht so. Sagen wir mal so, einen Unterhaltungswert hatte das, was ich da ausgepackt habe, sehr wohl. Freude, höchstens Schadenfreude, weil ich es dann am Ende essen musste, hat es erzeugt. Aber der Unterhaltungswert war definitiv großartig, weshalb ich, um es vorwegzunehmen, diesem Produkt hier bei jeder Gelegenheit, wo man es online bewerten kann, immer 5 Sterne gebe. Allein wegen dem Unterhaltungswert. Der ist so großartig bei irgendwelchen Gruppentouren, bei denen Wildnis verfügbar ist. Das meiner Meinung nach eben die Nachteile von diesem enormen Unterhaltungswert definitiv ausgeglichen werden. Ein paar haben sich getraut, das Ding zu probieren. Alle haben sich getraut, dran zu riechen. Und gerade eben durch das dran riechen hat es dann eben dazu geführt, dass sich dann viele nicht mehr getraut haben, es zu probieren. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich keine Motorräder mag? Gut, jetzt habe ich lange um den heißen Burger drumherum geredet, denn es handelt sich um den großartigen Trekking Burger. Damals gab es den noch von irgendeiner anderen Firma, mittlerweile stellten glaube ich nur noch ASMC selber her als Eigenprodukt. Die waren wohl der Meinung, das darf nicht sein, dass es den nicht mehr gibt. Den gab es dann auch lange Jahre erfolgreich wirklich nicht, weil er sich nicht so wirklich bombig verkauft hat. Könnte am Geschmack liegen. So sieht er nicht, nein, absolut nicht aus, aber das Foto ist nochmal ein Grund mehr, weshalb ich eben den Unterhaltungswert dieses Produktes umso höher einschätze, weil er einfach so nicht aussieht. Ich lese euch mal kurz vor, was da alles drin ist, ihr werdet staunen, nämlich Brötchen. Also Doppelpunkt, ne? Was im Brötchen drin ist. Weizenmehl, Wasser, Rapsöl, Zucker, Hefe, jodierte Speisesalz, Weizenprotein, Sesam. Das geht ja noch, ne? Zumal sie sogar Rapsöl haben und nicht Palmöl etwa. Das ist nämlich böse. Rapsöl geht eigentlich. Fleisch. Im Fleisch ist tatsächlich Fleisch enthalten, nämlich Rindfleisch, Brötchenmehl. Ja, das hat auch nochmal eigene Zutaten. Weizensauerteig. Oh, im Fleisch. Aha.
Ach nein, das ist im Brötchen, Brötchenmehl enthalten, der Weizensauerteig. Hilfe, bla bla bla. Hefe, jodierte Speisesalz, Malz, Backtrieb, Mittel, Weizengluten, Emulgator, Lecithin, Weizenquellmehl, Malzmehl, Weizenmehl, Enzyme, Mehrbehandlungsmittel, Ascorbinsäure, Rapsöl, Weizenprotein, Apfelfaser, Gouda, nächster Punkt. Milch, Enzyme, Farbstoff, Beta-Carotin, E1604, Konservierungsstoff, Natriumnitrat, E251, Röstzwiebel, tatsächlich ist Röstzwiebel wirklich Röstzwiebel, ohne Doppelpunkt und danach aufgeführt, was da alles drin ist, sondern tatsächlich einfach Röstzwiebel, dann kommen Zwiebeln, das sind wohl tatsächlich auch normale Zwiebeln in irgendeiner Form enthalten, pflanzliches Öl, Gewürzgurke, bestehend aus Gurken, Branntweinessig, Zucker, Gewürze. Salz, Aroma, Ketchup, besteht aus Tomatenmark, Branntweinessig, Zucker, modifizierte Stärke, Salz, Säuerungsmittel, Zitronen, Säure, Gewürze, Süßstoff, Saccharin, Aroma, Senf, ja Senf, Doppelpunkt, Wasser, Senf, Mehl, Branntweinessig, Salz, Gewürze, Allergene. Doppelpunkt. Enthält Gluten aus Weizen, Sojaprodukte, Sesam, Senfsamen, kann Spuren von Erdnüssen enthalten. Puh! Es ist gar nicht so schlimm. Also ich muss sagen, ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Zum Beispiel der Käse ist tatsächlich Käse. Das Fleisch ist tatsächlich Fleisch. Und neben Fleisch ist dann nur noch so ein, ja, Deckmehlerzeugnis im Fleisch drin. Also so von den Zutaten her ist es gar nicht so furchtbar. Ich glaube, das war früher schlimmer. Ich glaube, der ASMC-Burger ist besser als das Ding, was ich früher gegessen habe. Naja, es steht nichts zur Zubereitung drauf. Das irritiert mich etwas. Früher stand drauf, man soll die komplette Dose samt Burger im Wasserbad heiß machen, was ich auch jetzt tun werde. Was allerdings draufsteht, ist, nach dem Öffnen bitte nicht mehr in der Dose aufbewahren. Zum leichten Entnahme Dose von beiden Seiten öffnen. Vor dem Verzehr einige Minuten an der Luft zum Geschmacksentfaltung ruhen lassen. Geschmacksentfaltung. Ja, Inhalt 150 Gramm, Kostenpunkt weiß ich nicht mehr, ich glaube irgendwas zwischen 3 und 4 Euro, aber Leute, der Unterhaltungswert. Und jetzt bereiten wir dieses Ding jetzt einfach mal zu. Ja, zur Zubereitung verwende ich hier meinen Minimalismus Trangia, der besteht aus dem Trangia Kocher. Ich habe mir hier extra eine schön gute Unterlage gesucht, schön feuerfest und so weiter und so fort. Der da zu befüllen ist natürlich mit Spiritus. Ja, ich habe Spiritus immer noch in meiner überhaupt nicht spiritustauglichen Flasche hier. Ich fühle mich deswegen auch immer noch schlecht. Naja, da geht noch was. Spiritus kostet ja nichts. Und gelobe auch Besserung, dass ich mir mal irgendwann demnächst eine bessere Spiritusflasche zulege. Genau genommen habe ich die seit 3 Tagen. Ich war bisher nur zu faul, meinen Spiritus umzufüllen. So, wir brauchen Feuer. Ben sucht Feuer. Bitte warten. Tüdelü. Bitte immer noch warten. Tüdelü. Bitte immer noch warten. Tüdelü. Vielen Dank für Ihre Geduld. So, brennt. Jetzt packt man hier dieses Teil drauf. Dass da inzwischen ein bisschen verbogen ist, stelle ich fest. Das war früher mal besser. Ja, wird halten. Man nehme einen Topf. Man gebe Burger in den Topf. Plumps. Man füge Wasser hinzu. Nein, das ist kein Mineralwasser, das ist nur die Flasche dazu. So, muss reichen. Und jetzt koche man das Ganze. Ich glaube, 10 Minuten sollte man den im Wasserbad erwerben. Heißes Wasser soll wohl reichen, muss wohl scheinbar nicht kochen, hat es damals geheißen. Mal gucken, ob mein Kocher überhaupt noch brennt. Tut er. Ja, und dann melde ich mich wieder, wenn hier irgendwas sich tut. In der Zwischenzeit dürft ihr mal kurz an der Aussicht teilhaben. Ja, also so Bombe ist jetzt auch wieder nicht. Und der Lärmfaktor ist halt schon ein wenig nervig. So, aber so vom Wald her ist es hier ganz lustig. Und das hier ist übrigens auch wieder ein historisches Plätzchen. Das erzähle ich euch aber in irgendeinem anderen Video mal genauer. Ja, inzwischen sieht es hier so aus. Brodelt also fröhlich um meine Dose drumherum.
müsste eigentlich jetzt auch demnächst dann fertig sein. Ich lasse noch ein kleines bisschen brodeln. Okay, ich bin der Meinung, jetzt hat es genug gebrodelt. Test. Jupp. Lässt sich anfassen. Soweit, so gut. Dann schauen wir mal, was wir hier jetzt haben. Also, zunächst mal haben wir hier einen noch brennenden Trangia-Kocher, für den ich den Löschdeckel jetzt natürlich nicht dabei habe. Ups. Den braucht man ja nicht zwingend. Alternativ kann man auch einfach warten, bis das Ding dann irgendwann mal leer ist. Achso, der Rest vom Etikett klebt im Topf, seht ihr? Hab mich gerade gefragt, wo der Rest davon ist. Ja, also das Resultat ist diese sich doch gut heiß anfühlende Dose. Ist auf jeden Fall also wirklich heiß. Ich kann sie so gerade so festheben, ohne mir großartig weh zu tun. Und diese machen wir nun auf. Der spannende Moment ist gekommen. Man soll ja die Unterseite... Tada! Also ihr seht, es handelt sich schon um irgendein brötchenartiges Erzeugnis. Und es hat sogar Sesamkörner obendrauf. Wie sich das für einen vernünftigen Burger gehört. Und wie man jetzt nun die Unterseite der Dose bitte auch aufmachen soll, ist mir allerdings ein Rätsel zur leichteren Entnahme. Denn da stand ja auch noch auf dem Zettel. Wo haben wir denn den Zettel? Moment, ich suche den Zettel. Ja, auf dem Zettel steht, nach dem Öffnen bitte nicht mehr in der Dose aufbewahren, zur leichten Entnahme Dose von beiden Seiten öffnen. Soll das heißen, man soll es die Unterseite tatsächlich mit dem Dosenöffner noch aufmachen oder was? Das ist ein bisschen viel Aufwand. Und dieser Geruch. Also wenn ihr das riechen könntet. Moment. Ah, das riecht so richtig schön nach... ja, also man kann es nicht wirklich beschreiben. Ich kann nur jedem empfehlen, dieses großartige Gericht auch mal auszuprobieren. Der Geruch ist wirklich, einzigartig. So, jetzt versuche ich das natürlich da jetzt rauszubekommen, ohne die Unterseite aufgemacht zu haben. Und tatsächlich scheint es sich ein kleines bisschen zu lösen. Naja, nicht so wirklich. Jetzt habe ich natürlich nichts zum Dosen aufmachen dabei. Das heißt, doch, natürlich, habe ich schon. Ja, ich habe jetzt mal dieses Tuch ausgebreitet, damit mein Burger im Zweifelsfall nicht in den Waldboden fällt. Und mir ist gerade eingefallen, ich habe ja zum Dosenaufmachen natürlich mein gutes Schweizer Taschenmesser aus meiner EDC-Dose. Wer die noch kennt, da gab es auch mal ein Video dazu. Und jetzt machen wir doch mal allen Ernstes die Dosenrückseite mit der entsprechenden dafür vorgesehenen Methode auch noch auf. Nachdem das ja so in der Gebrauchsanweisung steht, dass man das ja tun soll. So, was lange währt, geht jetzt auch auf. Gut, also die Unterseite sieht ja tatsächlich irgendwie nach Burger aus, muss man sagen. Leute, ich sage euch, der Geruch, unglaublich. Gut, drücken wir den noch, na, lieber nach oben durch, oder? Ja, wird egal sein. Konsistenz ist eigentlich auch gar nicht so übel, muss ich sagen. Ja, vielleicht doch lieber nach unten. Niemand's kaputt macht, wird Wurst sein. Na, da, da. Na. Das also jetzt möglichst appetitlich da rausbekommen. Gut, appetitlicher war nicht drin. Oh, da liegt schon was. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich esse es mal. War Fleisch. Ja. Nur mal so zum Vergleich, ihr erinnert euch hoffentlich an das Bildchen vom Anfang, wie der Burger aussehen soll und wie er jetzt nun tatsächlich aussieht. Konsistenz ist besser geworden. Also ich habe das schlimmer in Erinnerung. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich ihn hier unten quasi ein bisschen angeröstet habe durch das doch recht gute Erhitzen der Dose. Und der ist auch jetzt leicht lauwarm. Ich hätte ihn also theoretisch noch ein bisschen länger drin lassen können. Das merke ich mir für mein weiteres Leben. Und jetzt schneiden wir das gute Stück doch mal an. Na. Ich will jetzt mein Tuch auch nicht allzu sehr einsauen. So. Also das ist das Innenleben von dem Ding. Wie gesagt, er sieht definitiv nicht so aus wie auf der Packung.
Und ja, dann gibt es jetzt die große Burgerverköstung, Verköstigung. So, also, so schaut er jetzt aus, hier nochmal in der Nahaufnahme. Wenn man hier mal versucht, das ein bisschen abzuheben, dann kann man erkennen, da ist tatsächlich so eine Art Käse drauf, wohl irgendwie mit so einer Art Ketchup, Senf, verschiedene Formen von möglicher Soße. Und da unten drunter ist tatsächlich dann nichts mehr. Man kann aber schön nochmal das Fleisch von der Unterseite sehen. Na, ja, hier kann man es sehen. Das sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Und ich muss sagen, also dieses Stück Fleisch, das ist tatsächlich ein Stück Fleisch. Das war bei dem ersten dieser Dinger, die ich jemals gegessen habe, also auch nochmal erheblich unappetitlicher. Da muss ich jetzt ASMC mal ein Lob aussprechen. Das sieht schon deutlich appetitlicher aus als das letzte Mal, wenn es auch immer noch ein bisschen... der Geruch. Wobei, der Geruch verzieht sich. Jetzt riecht er eigentlich, ja, nach Brötchen und tatsächlich so ein bisschen nach Burger Patty. Aber die schreiben ja auch, man soll den nach dem Öffnen eine Zeit lang ruhen lassen, damit sich der Geschmack besser entfalten kann. Das habe ich jetzt getan. Ja, dann probieren wir den jetzt mal. Ja, also ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Ich bin wirklich enorm positiv überrascht. Also das ist jetzt nicht der beste Burger aller Zeiten, den man im Restaurant für irgendwie 15 Euro noch was bekommt mit Pommes. Aber jetzt man stelle sich vor, man wäre wochenlang auf Tour und hätte dann sowas dabei und macht sich das vielleicht auch mal mittags warm, wenn man nicht mehr weiter kann, wenn man echt saft- und kraftlos ist. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das einfach psychologisch definitiv ein Essen wäre, das dafür führt, dass die Welt wieder in Ordnung ist. Also, wenn man jetzt so wie ich Burger ohnehin geil findet. Ja, ich bin ein schlechter Mensch, ich mag Burger. Aber Konsistenz ist echt gar nicht mal übel, muss ich sagen. Der ist erstaunlich fest. Da ist der McDonald's Euro-Burger deutlich weicher, wabbeliger. Also das Brot fühlt sich erstaunlich brotig an, wenn man bedenkt, dass das Ding hier aus der Dose kommt. Aber diese Frikadelle in Anführungszeichen, die da drin ist, das ist wirklich Fleisch. Das schmeckt auch wie Fleisch. Oh, ich habe ein Stück Zwiebel entdeckt. Ich will euch jetzt nicht allzu sehr in mein Essen reingucken lassen, was ich hier gerade die ganze Zeit kaue. Aber da ist auch definitiv ein Stück Zwiebel. Wo da irgendwie Gurke sein soll, habe ich noch nicht rausgefunden. Oh! Tatsächlich. Da ist ein Stück Gurke. Bin begeistert. Ich mag übrigens keine Gurke. Kulinarischer Hochgenuss ist es nicht, aber in Anbetracht der Umstände. Wie gesagt, stellen wir uns mal vor, wir wären jetzt längere Zeit auf Tour unterwegs. Und von den Kalorien her. Einen kleinen Energieschub gibt es auf jeden Fall. Das ist jetzt kein hochenergetisches Superfutter oder irgendwie sowas wie Energy 5 oder sowas. Also ich finde den cool, er bekommt weiterhin 5 Sterne. Unterhaltungsfaktor ist vielleicht jetzt nicht mehr so ganz Bombe, aber dafür ist der Geschmack erheblich besser geworden. Nam nam nam. Burger erfolgreich verspeist. Hätte jetzt Lust auf einen zweiten, hab aber keinen. Nächstes Mal bestelle ich 2. Nee, also im Ernst, mir hat es jetzt ehrlich gesagt geschmeckt. Allerdings muss ich jetzt dringend dazu sagen, dass ich Geschmacksbanause bin und ja, also mir schmecken auch alle möglichen anderen schrecklichen Dinge. Tatsächlich schmeckt mir auch ein McDonald's Burger. Ob das jetzt eine gute Idee ist, zu McDonald's zu gehen, so rein ökologisch gesehen und so weiter und so fort, ist eine andere Frage. Aber theoretisch
praktisch auch. Schmecken mir jetzt persönlich auch McDonald's-Produkte. Das heißt, ihr wisst so ungefähr, wo ihr meine Geschmacksnerven kulinarisch einordnen dürft. Klar, ich mag auch den Wildschweinbraten mit den schönen Bandnudeln und der großartigen Soße, den es gestern am ersten Weihnachtsfeiertag gab. Aber ja, hier schmeckt im Zweifel halt tatsächlich auch ein Burger King oder McDoof Burger, nur damit ihr mal so grob wisst, wo ihr mich eben geschmacklich einordnen müsst, wenn ich jetzt sage, mir schmeckt das Ding. Ich habe tatsächlich relativ miese Geschmacksnerven. Ich esse gern Dinge, die etwas überwürzt sind für andere Leute. Schmeckt ohnehin wenig, also irgendwelche feinen Nuancen in der perfekt abgeschmeckten Soße, das bemerke ich überhaupt nicht. Von daher ist das ein bisschen Geld- und Zeitverschwendung, mir sowas vorzusetzen. Ja, also sprich, wenn ich sage, der Burger ist lecker, dann heißt das noch lange nicht, dass der euch auch schmeckt. Aber gut, ja, Nur damit ihr mal irgendeinen Anhaltspunkt habt. Und das war jetzt eigentlich auch mehr so als ja, Spaßvideo gedacht. Ja, dann, wie ihr seht, wird es schon wieder, also man sieht es ja auf der Kamera immer schlecht, aber eigentlich wird es jetzt tendenziell schon wieder dunkel. Und da ich mich hier gerade auf einem ziemlich unzugänglichen Hügel befinde, sollte ich gucken, dass ich hier langsam wieder runterkomme, weil im Dunkeln hier runterlatschen wird schwierig. Und Licht habe ich keins dabei, also außer natürlich meine Notfalllampe in meiner Notfalldose, woraus ich halt auch das Messerchen hier gezogen habe. Aber die ist für Notfälle. Die kommt nur zum Einsatz, wenn nichts anderes mehr geht. Und da ich jetzt noch ein bisschen Licht habe, nutze ich die Zeit und versuche hier runterzukommen. Macht's gut. Ich hoffe, ihr konntet mit diesem Video irgendwas anfangen. Und bis zum nächsten Mal.